Na komm, bitte. Mach unsere Stühle nicht kaputt, Mercy. Bitte, bitte. Herzlich willkommen, liebe Brettspielgeeks, zu einer gemütlichen Runde bei uns zu Hause. Wir haben gegessen, wir haben spät und bei dem letzten Video haben sich vielleicht welche gefragt und auch bei den nächsten 2-3 Rezensionen wird Walli nicht da sein. Wieso? Weil ich ein Leben habe. Und die nicht und nichts zu tun. Ich habe einfach gerade an meiner Bachelorarbeit geschrieben und da muss ich mich ein bisschen rein fokussieren. Deswegen habe ich manchmal Zeit und manchmal eben nicht. Und auf einige Spiele hat Walli halt einfach keinen Bock, so wie Game of Thrones, The Song of Ice and Fire. Ja. Oder wirst du das irgendwann mal mit mir spielen? Nein. Ja, das ist halt, aber dann kommt halt, ich arbeite, ich muss meine Bachelorarbeit schreiben. Die Nacht ist lang. Ja, deswegen nehmen wir jetzt Samt auf. Okay, und heute wollen wir mit euch reden und zwar über die Neuheiten von Schmidt Spiele. Schmidt Spiele hat wieder ein paar neue Titel rausgebracht, ein paar auch sehr Titel, auf die sich viele freuen und wir sagen unsere Meinung, ne? Also wir wollten jetzt nicht zu jedem Titel eine Rezension machen oder so, aber ihr könnt den Eindruck, den wir euch hier zu den jeweiligen Spielen schon als Rezension zählen. Ja, wir haben die Spiele sehr oft gespielt und werden auch versuchen... Oh, Mercy hat gegessen. Mercy, sagst du Hallo unseren Zuschauern? Komm, komm Mercy. Mercy sagt einmal Hallo, Hallo. So. Die ist ja auch eine Frau, die will bei den Frauen sein. Mhm. Beim Weltfrauentag hat sie natürlich Leckerlis gekriegt. Okay. Machst du jeden anderen Tag auch. So, fangen wir an und zwar mit Doppelt so clever. Ja, ganz schön clever haben wir gespielt. Kennen wir alle, haben wir viel auf dem Handy gespielt und jetzt Doppelt so clever. Spielen wir auch wieder? Sorry, ich werde abgelenkt. Wie findest du das Spiel? Dieses Spiel spiele ich jetzt auch auf dem Handy. Ja. Anstatt so. Wir haben mich, ganz am Anfang haben wir uns noch nicht die App geholt und dann haben wir das nur so wirklich gegeneinander gespielt. Und auf einmal ist uns aufgefallen, hatte schon immer so eine Downtime gehabt. Ja. Und das ist wirklich eine Frage. So, ist es, weil wir die ganze Zeit alleine gegen uns selber Solo spielen auf dem Handy? Mhm. Kommt es uns deswegen so vor, dass das jetzt auf einmal so lange dauert? Ja. Dass wenn der andere dran ist und du sitzt da und wartest. Ich kann es aufhören, meine Beine anzugreifen. Ja, ich muss auch sagen, dass ich bei Doppelt so clever, ich spiele das auf dem Handy jetzt, ich habe mir das geholt, die App kostet 3 Euro und das macht echt viel Spaß. Mein Highscore ist irgendwas mit 280 wieder diese 280. Wenn wir das jetzt zu zweit spielen, muss ich sagen, macht mir das nicht so viel Spaß, wie wenn ich solo spiele, weil ich wirklich diese Downtime, die ist echt extrem. Erst recht, wenn beide versuchen, optimal die Punkte rauszuholen, dann dauert das echt lange. Ich würde das niemals mit 4 oder 3 Leute spielen. Zu zweit ist okay, da würde ich aber andere Roll and Rides wählen. Solo finde ich es wirklich klasse, das macht echt süchtig, ja. Das macht echt Spaß. Aber wenn ihr gerne was zu zweit spielt, dann würde ich da andere Spiele empfehlen. Da können wir direkt den Übergang machen. Ne? Das war's, das ist alles, was du sagen musst. Auf jeden Fall, die App ist sehr, sehr gut. Kann man sehr gut auf der App spielen, aber auch eben so, wenn man das Solo spielt, funktioniert das auch sehr gut. Und ansonsten ist es halt eigentlich recht ähnlich wie ganz schön clever. Es sind einfach noch ein paar Kniffe mit dazu. Ja. Da ist zum Beispiel dieser graue Würfel, oder der silberne Würfel. Wenn man den würfelt und dann auswählt, dann darf man alle Zahlen, die jetzt eigentlich auf das Silbertablett kommen würden, die dürfte man, das nicht zurücknehmen, aber du darfst sie alle ankreuzen. Achso, bei dir in diesem Bereich. Und das ist halt zum Beispiel interessant. Und es gibt halt noch diese Zusatzaktion, die man machen kann, um Würfel zurücknehmen, die man eben auswählt. Und dann sucht man jetzt aus, ich möchte die nochmal zurück. Und dadurch kann man eben auch höhere Nummern nehmen, die man sonst vielleicht nicht nehmen könnte. Weil sonst alle Würfel weg wären. Also ist ganz interessant. Und ich finde, es ist einfach nochmal ein bisschen schwieriger, sich das alles richtig zu planen. Und ich habe ehrlich gesagt noch nicht die Strategie gefunden, die man verfolgt. Doch, ich schon. Verfolgen muss. Also, Christopher, da weißt du. Ich bin schon Pro. Also, ich hab auch so eine Vorgehensweise, die ich bisher mache, aber ich bin noch nicht bei dem perfekten Ergebnis. Also, dort würde ich euch empfehlen, schaut euch die App an, holt die euch und spielt das Solo. Das macht richtig viel Spaß. Das mit mehreren Personen spielen würde ich nicht empfehlen. Ja, aber ich glaube, das ist, wenn du das ganz schön clever auch immer mit mehreren Personen gespielt hast, dann wird das auch kein Problem sein. Ja, aber vergleich das mal mit Welcome to oder so, ne? Nein, ich meine, bloß wenn ganz schön clever für dich kein Problem war, dann wird das auch kein Problem sein.
Also wir haben auch ganz schön clever nicht zu zweit gespielt. Ganz schön clever, so extrem. Ich habe ganz schön clever auch zu viert gespielt. Das war okay. Ja, okay. Okay, dann ein Roll and Ride, das mit mehreren Leuten funktioniert. Ja, das ist so, ich musste irgendwie an Bomberman direkt denken. Und der Bomben sind? Ja, weil der Bomben sind. Ist das ja, war's, glaube ich. Man muss halt würfeln und dann setzt man so die Würfel ein und geht so drumherum, muss man dann ja, so ankreuzen. Ja, man muss halt von einem Punkt, so geht das so ein bisschen auseinander. Man sucht nacheinander Würfel aus und wenn man dann bestimmt, wenn man einen Würfel nicht nehmen kann, kann man es dann nochmal würfeln und wenn das dann immer noch nicht geht, dann muss man einen Würfel zurückgeben. Man kann auch passen. Und was interessant ist, es gibt eben mehrere Levels. Es gibt einmal hier, das ist Level 1 und so weiter. Und die werden dann halt, da gibt es halt immer mehr Sachen, die man einsammeln kann. Zum Beispiel, wenn man hier diese Diamanten einsammelt. Wenn man hier eine Bombe aktiviert, dann wird bei dem anderen, wenn er die Bombe nicht eingesammelt hat in dieser Runde, wird dann halt ein Feld durchgestrichen, der kriegt Minuspunkte. Und man muss so ein bisschen so kombinieren, also so einsammeln und ja. Ja, also ich finde das Spiel ganz nett. Am Anfang fand ich es lustig, so, oh, jetzt gibt es hier Fähigkeiten und so. Mhm. Fand ich die Idee schon ganz cool. Auf lange Sicht fehlt mir hier wieder das Thema. So ein bisschen, was ich bei Railroad Inc. habe, was ich bei Welcome to habe. Mir fehlt dieses, wieso will ich das spielen? Ja, mir fehlt so ein bisschen das Schöne. Ne? So, selbst wenn die das jetzt thematisch als Bomberman gemacht hätten, dann fände ich es schon cool. Also ich muss sagen, es sieht wirklich so aus, als hätte auch vor 5 Jahren hätte das mit genau diesem Design rausgekommen können. Und es sieht so richtig aus wie so ein deutsches Roll and Ride. Ich weiß nicht, es würde niemals ein amerikanischer Verlag, hätte niemals so ein Design gewählt. Willkommen? Mach unsere Stühle nicht kaputt, Mercy, bitte, bitte. Ja. Deswegen, das ist auch eine Sache, weil okay, es ist vielleicht nicht so hübsch, aber es hat nicht mal ein Thema und das ist halt auch bei doppelt so clever. Es ist halt, also das kann man wirklich machen und es macht wirklich auch Spaß, weil man da so ein bisschen so eine Herausforderung hat, aber trotzdem, so, ja. Das finde ich voll schade, weil ich habe ehrlich gesagt gedacht, dass jetzt wo eben auch Welcome to Railroad Inc. gekommen ist, dass alle so den Trend folgen und auch jetzt thematischer was machen, aber auch anscheinend das schön machen. So. Ja. Und das hat irgendwie, alle haben verstanden, okay, wir müssen Roll and Rides machen, ein bisschen zu viel für meinen Geschmack, aber hier sind ganz, ganz viele rausgekommen, aber trotzdem alle in diesem einfach irgendwelche Bilder aus Google rausgeschnitten, so sieht das aus. Paint. Also es hat so ein, keine Ahnung. Paint. Kannst du mir bitte ein Konzept, so wie könnte es aussehen? Ja, und genau das in den ersten Vorschlag haben die genommen, so ein bisschen, so sieht das aus. So, jetzt habe ich aber eine ernste Frage an dich, Wally. Okay. Und zwar hatten wir ein Spiel, das bei Schmidt Spiele ist, und das wollten wir ja nicht spielen. Obwohl es dann zum Kennerspiel des Jahres gekrönt wurde, haben wir kein Interesse gehabt, es zu spielen und du wolltest es auch nicht holen. Und ja, dann kam die Erweiterung raus, Kräuterhex, und zwar reden wir von Quacksalber von Quecklenburg, Kennerspiel 2018. Und ja, dann dachten wir uns, komm, wir holen es mal. Ne? Wird uns bestimmt nicht so gefallen. Wir haben das eigentlich schon abgestempelt. Ich glaube, du fandest auch nicht das Design und Thema so interessant. Ja, das war so, ja. Und dann haben wir jetzt das Spiel gespielt, auch die Erweiterung. Und ich muss sagen, wir werden jetzt, wir haben bald, glaube ich, die 4000 Abonnenten geschafft. Und dann machen wir unser Special, dann machen wir das erste Mal unsere Top 50. Also ich habe ja schon meine gemacht, Wally noch nie. Und ich kann euch schon mal spoilern, Quacksalber wird auf der Liste sein. Bei dir. Ich finde, dieses Spiel ist einfach Hammer. Also, das macht so Bock. Und da kann man sehen, wie man sich täuschen kann. Ja, dass wir das Spiel nicht gespielt haben, dass wir dachten so, meh, und ist nicht so gut. Und wir haben The Mind gespielt und von Wolfgang Warsch hat uns nicht so gefallen. Und doppelt so klar fanden wir auch okay, aber ja, auch so gut. Subtext haben wir damals als Prototyp gespielt. Wir haben nur den Prototyp, wir haben gar nicht das. Und dann habe ich Quacksalber von Quecklenburg gespielt. Boah, und das macht mir richtig viel Spaß. Und das ist wirklich so ein Spiel. Ich würde es jetzt nicht als Kennerspiel des Jahres. Ich hätte das eher als Spiel des Jahres und Azul als Kennerspiel gemacht, meiner Meinung nach. Aber
Ich bin da kein Experte. Aber ich finde, Quacksalber von Quedlinburg macht richtig viel Spaß. Und ich habe dann einmal, das war dann bei Irina, die spielt überhaupt gar keine Spiele. Ja, und ihr kennt so Menschen, die sagen, ich will nicht spielen, ich habe Angst, dass ich das nicht verstehe und dass das nicht klappt und so. Und dann habe ich gesagt, du spielst jetzt mit, sonst nehme ich... Du hast keine Wahl. Dann habe ich ihr noch gesagt, sonst fahr ich, wir wurden zu Besuch eingeladen danach, habe ich gesagt, sonst nehme ich dich nicht mit meinem Auto. Ich habe gar kein Auto. Aber irgendwie hat sie gedacht, dass er eins hätte. Und dann hat sie mitgespielt. Und ihr hat es dann am Ende, dann so in der vierten Runde, meinte sie, boah, das macht ja voll Bock, und hat das Spiel dann verstanden. Und danach hat er das dann, am nächsten Tag hat er mich wieder gefragt, ob ich das Spiel dabei habe, ob wir das spielen können. Und ich finde, dieses Spiel... Durch dieses Push Your Luck und dass das alle gleichzeitig machen und bei dir klappt es so und du guckst so bei den anderen und dann siehst du, so einer sagt so, oh, ich habe jetzt 6, soll ich weiterziehen? Und dann zieht er und das klappt und er zieht und dann so explodiert und lacht. Und ich finde, das macht richtig Spaß an diesem Spiel. Das ist so ein richtig lebendiges Spiel, das so schnell gespielt ist. Also 30 bis 40 Minuten ist für mich schnell. Und trotzdem genug Wiederspielreiz hat und man das mit jedem spielen kann. Ich finde es schade, dass die Erweiterung nur den 5. Spieler dazu macht. Die Kräuterhexen finde ich jetzt so okay. Das ist bestimmt sehr gut für die, die das ganze Jahr über Quacksalber gespielt haben, eine weitere Option zu haben. Aber ich glaube, da wird vielleicht noch mehr kommen. Und Das wirklich Interessante an der Erweiterung ist einmal, denke ich, dass den 5. Spieler hätte man ruhig auch noch einen 6. reinpacken können, weil das ist bei uns manchmal so ein Thema, bei solchen Spielen, dass wenn, wo wirklich alle mitspielen können, der Einstieg ist super einfach, dass dann eben noch mehr Leute mitspielen wollen. Okay, das ist einmal eine wirklich gute Sache und auch, es gibt einfach noch mehr Bücher. Ja. Und dadurch hat man einfach immer noch mehr Optionen und kann sich so ein bisschen das zusammenbasteln. Weil zum Beispiel, wir haben eigentlich recht schnell direkt mit diesen Kürbissen, diesem Einer- und Sechser-Kürbis. Und zwar kann man, und das gibt es ja in der normalen Spiel, gibt es das gar nicht. Gibt es eben nur diesen Einer-Kürbis und hier kann man eben diesen Sechser-Kürbis kaufen und der ist wirklich nice. Also, ja, da kommst du wirklich immer zum Überlaufen, wenn du das gescheit machst. Ja, also das ist cool. Also ich, also nochmal so, wie ich das finde, und zwar ich verstehe, warum viele das nice finden und warum es auch gewonnen hat. Ich denke, es hat auch zu Recht gewonnen. Dennoch, also, aber das ist jetzt rein meine Meinung. Das ist so, ich brauche das nicht mehr spielen. So. Ich werde es immer mitspielen, wenn das auf den Tisch geholt wird. Aber es ist jetzt so, ich habe es jetzt voll oft gespielt. Ja. Was? Ich bin ehrlich jetzt so gesättigt. Als ob. Es gibt doch voll viele Sets, die du spielen kannst noch. Und das ist ja immer ein bisschen anders. Also ich finde, das ist halt auch, warum habe ich auch so lange gedacht, nee, ich brauche das Spiel gar nicht. Das ist halt einmal das Thema. Ich finde, man hätte das so viel cooler machen können. Und eben wegen diesem Push-Lag. Und dieses Push-Lag könnte man ja auch. Aber ich finde, das Thema passt ja eigentlich. Das passt, aber das dass du deinen Kessel machst und dann explodiert der, wenn du zu viel reinschmeißt und so. Ich finde doch, dass... Ja, das Thema vielleicht schon, aber ich weiß nicht. Irgendwie so, das vom Design, irgendwie das Thema zusammen, das hat mich deswegen irgendwie nie so viel interessiert. Mhm. Aber auf jeden Fall, ja, ich habe das so gespielt, ich kann jetzt eine Pause machen. Vielleicht irgendwann würde ich das sogar von mir aus rausholen, aber eigentlich... Keine Ahnung, ich könnte das einfach die ganze Zeit spielen. Ich finde das Spiel ich, übel. Ich verstehe, ich kann, ich finde das kann sowas übel auch nice. Nachvollziehen. Aber du magst auch keinen Push Your Luck, ne? Ja. Also ich mag das, ich finde das okay so für zwischendurch, aber ich kann das nicht so oft spielen. Weil für mich ist das halt so, manchmal verliert man dann ganz ruhig. Das ist nichts passiert. Ich hasse Krallen in meinem Rücken. Das ist so eklig. Bei Push Your Luck ist einfach so, wenn ich das zu oft spiele, und da kannst du ja auch einfach verlieren, einfach nur, weil du schlecht gezogen hast. Und wenn das zu oft passiert, dann denke ich mir, ja, das ist halt so, ja, ich habe irgendwie nicht so viel. Auch als Tipp, falls ihr Quacksalber dann zu oft spielen wollt, holt euch einfach zweimal das Base Game. Also, ja das ich gestehe den Fehler ein, den ich gemacht habe, ja, die Spiele von Wolfgang Warsch können doch ziemlich cool sein. Also, Quacksalber ist wirklich ein cooles Spiel. The Mind bin ich kein Fan von, nach wie vor. Aber ich finde Quacksalber... Das ist okay. Also, es gibt halt immer noch Gruppen. Was ist mit unserer Katze los?
Ja. Auf jeden Fall, also auch Demind, es gibt halt immer noch Gruppen, die das die ganze Zeit rausholen und die ganze Zeit spielen. Bei uns. Mittlerweile gibt es keinen mehr, der das spielt. Echt? Ja. Deine Mädchen dabei. Wir haben das letztens mit meinen Mädels gespielt. Ich habe es mit auch noch mitgespielt. Naja, das war das Einzige, was wir dabei hatten, weil ich habe vergessen, welche Spiele mitzubringen. Ich habe mich mit Mädels getroffen. Naja, auf jeden Fall, die spielen das immer noch und das wird bei uns ist auch eher so der Trend geworden. Die spielen das immer zu 8 und so und zu 6, da Regeln, wir brauchten das schon. Ja. Deshalb bin ich sehr gespannt. Es kommt ja noch ein Spiel von Schmidt-Spiele, das wird jetzt bald ausgeliefert, die Tavernen im tiefen Tal. Wieder so ein Name, der so ein Zungenbrecher fast ist, eine Quacksalbe von Quecklenburg. Mm. Wir spielen heute einen Spieleabend. Wir spielen die Quacksalber von Quecklenburg und danach spielen wir die Tavernen vom tiefen Tal. Das ist auch von Wolfgang Warsch. Ja, und das von Wolfgang Warsch. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Das erinnert ein bisschen an Cavern Tavern, was wir mal rezensiert haben. So Dice Placement. Ja, genau, ich erinnere mich. Bin ich gespannt, ob das auch ein klasse Spiel wird. So, das waren unsere Meinungen zu den neuen Schmidt-Spielen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr davon hält von den Spielen. Und wenn ihr Walli irgendwo seht, dann spielt mit ihr eine Runde Quacksalber, weil sie sagt ja, sie wird immer mitspielen. Ja, ich werde mitspielen. Es macht doch Spaß. Es ist jetzt nicht so, dass ich da sitze und so... So, und deshalb seid gespannt. Bald haben wir die 4000. Hast du mit deiner Top 50, hast du die schon aufgeschrieben? Nee. Das Video ist jetzt vorbei. Ja, das Video ist vorbei. Ihr könnt alle gehen. Ciao, die sich die Schmidt-Spiele angeguckt haben. Kommen wir mal zu dem Kanal hier. Die Sache ist, die Top 50, das ist wirklich schwer. Ich habe versucht anzufangen. Ich habe es nicht geschafft. Ich musste abbrechen. Nein, das Problem ist, unsere Spiele sind einmal total verteilt. Ich habe irgendwie überhaupt keinen Überblick, was wir haben. Die andere Sache ist auch die, einige Spiele finde ich voll nice und ich hatte bisher das größte war Top 10, was ich gemacht habe. Und einige von diesen Spielen habe ich schon voll lange nicht mehr gespielt. Das ist halt auch voll schwer. Wie kann man dann solche Spiele, inwieweit kann man sie so nach vorne tun? Das ist total schwierig. Haben wir uns jetzt mit Walli auch vorgenommen, dass wir die bestimmten Spiele, wo wir nicht mehr genau wissen, die wir vielleicht ein Jahr nicht gespielt haben, dass wir die auf jeden Fall vor der Top 50 spielen. Wir haben auch vor kurzem auch schon angefangen. Wir haben einige Spiele jetzt auch wieder nachgeholt und auch einige, denk mal wieder, wow, die sind wirklich nice. Ja, eins habe ich gespielt, da dachte ich mir so, ne, das will ich eigentlich nicht, das ist nicht so nice. Welches? Und Alchemisten. Nicht so nice. Kann auch sein, weil wir zu zweit gespielt haben, aber ich fand es jetzt nicht mehr so krass wie... Mm. This War of Mine zum Beispiel. Aber ich will euch jetzt nicht spoilern mit Walli, was wir so alles gespielt haben für die Top 50. Aber auf jeden Fall finde ich auch Top 50. Früher war es leichter, also letztes Jahr. Und ich schaue mir auch nicht an, was ich auf meiner Top 50 letztes Jahr hatte. Ich mache das komplett neu. Und ich muss sagen, ich habe meine Liste fertig. Aber ich habe so viele Spiele, die ich richtig klasse finde, die gar nicht auf der Liste sind. Mhm. Nee. Weil wir haben erstens so viele Spiele und auch so viele auch gute Spiele. Ja. Und es ist halt auch schwierig, finde ich, so einzuordnen, weil da vergleichst du wirklich jedes einzelne Spiel. Egal welches Genre, ob das Kennerspiel, ob Experten oder einfach nur irgendein Kinder- oder Familienspiel eher. Und das ist schon schwierig, das so eine Top 50 zu machen und zu sagen, okay, das Spiel ist wirklich besser als das. Deswegen habe ich es angefangen, aber irgendwie hat mir das nicht gefallen und ich habe dann alles erstmal. Ja, also ich habe das so gemacht, wir haben ja mehrere Spielschränke, vor jedem Schrank gestellt und alle Spiele aufgeschrieben, die ich nice finde. Und danach habe ich aufgeschrieben, welche Spiele ich gut finde, von diesen allen Spielen, welche ich gut finde und welche ich normal finde. Und dann habe ich alle, die bei gut sind, nochmal in sehr gut und gut. Und dann hatte ich am Ende meine Top 50 dann so. Ja, das muss ich auch machen, aber das ist halt trotzdem voll die Arbeit. Ja, aber... Du musst es dann auch richtig durchziehen, weil... Boah. Sei gespannt. Ich glaube, bei mir, selbst mein Top 50 ist ein richtig Hammerspiel. Sag mal. Nein. Komm, verrate, ein Top 50. Nein. Oh, komm schon. Nein. Ja, ich weiß. Ich habe schon gesagt, dass Quacksalber drauf ist, mehr sage ich nicht. So. Nee, also ich weiß noch ganz... Ich kann euch eins sagen, welches Spiel nicht drauf ist. Okay. Azul.
Ja, du sagst das, weil du mich kennst. Okay. Also ich muss sagen, damals, wo wir noch jung und unerfahren waren, da haben wir ehrlich gesagt, Top 100, was sagt das denn schon aus und so. Aber ehrlich gesagt, ich glaube, mittlerweile wird das halt schon realistischer. Ja, deshalb, wenn zum Beispiel so ein Dice Town eine Top 100 macht, das sind wirklich gute Spiele. Und das ist ja auch ein bisschen, worauf wir uns dann so ein bisschen hinbewegen wollen, dass wenn wir da nur noch 200 Spiele wirklich haben und wir dann eine Top 100 machen, ne, wir haben unsere Top 100, das sind alle, die wir hier haben. Ne? Mhm. Und die Spiele werden dann, die dann nicht so dolle sind, werden dann halt aussortiert. Ja, ich glaube, aber wir werden auch mehr als 100 Spiele haben. Ich weiß, das ist auch schwierig. Eine Person hat gefragt, ob wir vielleicht mal unsere Spiele zählen könnten. Wir haben so 300. Ja, wir schätzen, aber weil die alle zu zählen, das ist heavy. Weil als die paar Spiele, die wir weggegeben haben, oder weggestellt, wir haben ein paar schon weggegeben, einige noch nicht, das waren über 60 Spiele. Ja, und das. Und du denkst, das war der kleinste Schrank. Und wenn du jetzt wirklich alles zählen würdest, ich glaube, du würdest auf eine sehr, sehr hohe Zahl kommen. Ja, die Sache ist ja, das macht ja auch kaum Sinn bei uns, weil jetzt ist die Spiel doch. Sowas kommt jetzt, da kommen ja neue Spiele, die wir dann auch spielen. Ja, aber nicht so viele. Ja, okay, Taverne im tiefen Tal, Flügelschlag werden wir nicht vorstellen auf dem Kanal. Mali will das nicht spielen und ich habe schon zwei Reviews geguckt, die das beide meh fanden. Deshalb lasst euch nicht blenden von dem Hype, dass alle sagen, wow! Ja, weil das können wir halt auch nicht sagen, weil wir es nicht gespielt haben. Ja, aber wenn Shut Up and Sit Down und No Pun Included sagen, das Spiel ist okay, dann... Ja, ich kann mir gut vorstellen, es ist sowas halt, wie Splendor man, bestimmt. Wenn man spielt, dann hat man Spaß damit. Muss es ist halt sehr sagen. Gute Qualität. Ja, deswegen und ja. Überhaupt, aber... Ja, vielleicht in einem Jahr holen wir es raus, Leute, wir haben uns wir entschuldigen uns wieder. Nominiert zum Kennerspiel des Jahres. Sonderpreis. Bestes Spiel seit Menschengedenken. Okay, so. Ja. Auf jeden Fall so leuchtest. Das war's, ne? Mercy ist ein bisschen aufgedreht heute. Ich weiß gar nicht, was los. Wir hatten gerade Besuch. Ah, ja, wir hatten gerade Besuch. Ja, wir wollten übrigens... Wir wollten ein Video zu Soundcheck machen. Vielleicht machen wir gleich eins. Okay, zwei gegeneinander. Boah, du bist so... Das Problem ist, Christoph hat das so oft gespielt, dass er das einfach schon gefühlt auswendig kennt. Da kommt nur der erste Ton und Christoph weiß schon, was es ist. Und du denkst so, deswegen ist es alles ein bisschen unfair, wenn wir spielen. Komm, eine Frage. Aber nur jetzt in diesem Video. Okay. Das Video heißt Neuheiten von Schmidt-Spiele. Ja und? Wen interessiert das? Wir sind ein YouTube-Kanal, der macht, was er will. Ja, ich fand voll lustig. Letztens haben wir Shut Up and Sit Down geguckt. Und da hat er auch über... Worüber hat er geredet? Eldorado. Die Erweiterung. Und dann so, okay, fertig, wir haben noch ein bisschen Zeit. Und erklärt dann einfach mal Roborally in der Rezension von der Erweiterung für Eldorado. Ja, weil das Video sonst zu kurz wäre. Geht ja gar nicht. Ja. Unter 20 Minuten. Okay, das war's. Ich glaube, wir haben alles gesagt. Deshalb nicht wundern, bei der nächsten Rezension Song of Ice and Fire werde ich bald alleine hochladen und rezensieren. Bist du alleine? Ich bin da alleine. Ganz alleine. Und Tortuga bin ich auch alleine. Ja, also... Das wird vielleicht auch schon online. Ich glaube schon. Vielleicht auch nicht. Keine Ahnung. Ja, wann das kommt, ne? Ja, ich habe halt gerade außer Bewerbung schreiben viel Zeit zum Spielen und Videos drehen, deshalb. Und schneiden. Tja. Weil ich schneide nur meine Haare. Schlechter Friseur. Hat nicht einer gesagt, dass ich eine schlechte Frisur habe? Ja, du hast eine miese Frise, hat jemand geschrieben. Aber ist nicht miese Frise so miese Frise? Nein, ich glaube, das ist eher miese Frise. Denkst du, da sitzt so einer, der so schreibt, so miese Frise oder so. Miese Füße. Christophs Haare sind einfach zu lang. Ihr seid eigentlich doof. Muss man die kurz schreiben. Ja, Leute, so ist das Leben.